Seit 1959 werden hier Weihnachtsmänner, Osterhasen und sonstige Fabelwesen geboren. Die Schokoladenfabrik Keim. Der Familienbetrieb mit Sitz in Speyer stellt Schokoladenfiguren her und verkauft diese auch im fabrikeigenen Laden. Doch wie kommt der Weihnachtsmann in die Regale? Wir haben uns für Sie hinter den Verkaufsräumen umgesehen. Dort, wo die Träume von Schokoladenliebhabern wahr werden. Well, I'm just people watching the other people. Im ersten Arbeitsschritt werden die farbigen Elemente der jeweiligen Figur mit bunter Schokolade bepinselt. Hierfür wird Schokolade bei einer Temperatur von ca. 32 Grad verflüssigt und in Handarbeit auf die jeweiligen Stellen der Form gestrichen. Das ist so ein kleines Geheimrezept und bei unserer Schokolade sind keine Nüsse drin und ist glutenfrei. Im zweiten Schritt wird die flüssige Schokolade in die bereits bepinselten Formen gegossen. Hauptsächlich die Edelvollmilchschokolade, das ist 80% von unserer Produktion. Und dann haben wir noch Zartbitterschokolade und weiße Schokolade in der Produktion. Mit einer Schleuder wird dafür gesorgt, dass sich die Schokolade in der Form gleichmäßig verteilt. Die komplexen Drehbewegungen sorgen dafür, dass die Figuren innen hohl sind. Danach wird die Schokolade in den Kühltunnel geschoben. Hier werden die Weihnachtsmänner gekühlt und danach vorsichtig aus der Form herausgenommen. Das Verpacken erfolgt in Handarbeit. Die Palette der Familie Keim reicht von laktosefreien Zartbitterfiguren bis zu Diabetiker-Schokolade. Selbst Spezialanfertigungen sind hier möglich. Doch achten Sie an Weihnachten nicht auf Ihre Figur. Geben Sie sich dem Schokoladengenuss hin.